Leipzig im März 1939. Vom Hauptbahnhof aus tritt ein kleiner Junge eine Reise an. 9 Jahre ist er alt und niemand wird ihn auf dieser Reise begleiten. Hans Richard Levy heißt der kleine Junge, der von Leipzig nach England reisen muss. Es sind seine Eltern, die Hans allein in ein fremdes Land schicken. Stellen Sie sich vor, Sie müssten das tun, was die Seele jeder Mutter, jedes Vaters auf die vielleicht schlimmste Zerreißprobe stellen würde. Sie müssten Ihr Kind weggeben, um es zu schützen. Genau das ist geschehen bei jenen weithin immer noch unbekannten Kindertransporten. Aus Magdeburg, aus Erfurt, aus Dresden, aus ganz Deutschland wurden jüdische Kinder in Sicherheit gebracht, die durch den Rassenhass der Nazis besonders gefährdet waren. Eines dieser Kinder war der kleine Hans Richard Levy aus Leipzig. So wie Hans werden 10.000 jüdische Kinder zwischen Dezember 1938 und August 1939 in Deutschland von ihren verzweifelten Eltern zum Bahnhof gebracht. Die meisten von ihnen werden ihre Familie nie wiedersehen. 70 Jahre später möchte diese Frau herausfinden, was aus dem kleinen Hans geworden ist. Marianne Windgen ist mit der Familie Levy verwandt. Und die Geschichte von dem kleinen Jungen, der allein nach England fliehen musste, hat sie Zeit ihres Lebens begleitet. Er war für mich eigentlich sowas wie eine Legende. Was ist aus dem kleinen 9-jährigen Jungen von damals geworden? Hat er die Reise allein aus Leipzig in eine fremde, ihm unbekannte Welt geschafft? Hat Hans Levy überlebt? Kommen Sie mit auf diese Spur der Ahnen. Marianne Windgen wird auf ihrer Suche nach dem kleinen Jungen von damals bis in die USA vordringen. Sie weiß noch nicht, dass Hans noch lebt. Und sie weiß auch nicht, dass wir ihn dazu bewegt haben, noch einmal nach Leipzig zu kommen, was er eigentlich immer strikt abgelehnt hat. Marianne wird sich mit Hans, der inzwischen ein weiser alter Mann ist, auf eine Reise begeben. Eine Reise in die Vergangenheit. Marianne Windgen hat wenig Anhaltspunkte bei ihrer Suche nach Hans Levy, ein relativ häufiger Name, ein paar Erinnerungsstücke und natürlich die Geschichten, die ihre Eltern vom kleinen Hans und seiner Familie erzählt haben. Nicht viel. Was tut man in so einem Fall? Das Naheliegendste, sagt unsere Expertin Martina Wermes, ist eine Internetrecherche. Und bei ihrem Treffen mit Marianne Windgen kann unsere Genealogin tatsächlich mit einem Ergebnis aufwarten. Da haben wir einen Stammbaum gefunden im Internet. Einen Stammbaum über die Familie von Clara und Hans Levy. Ich denke mal, anhand der Daten können Sie vergleichen, dass das die richtige Familie ist. Ja, das, also auf jeden Fall. Also Charlotte, Frank und auch Hans, Richard, also das ist auf jeden Fall die richtige Familie. Und jetzt haben wir natürlich hier Hans Richard Levy. Und bei ihm waren jetzt keine Daten weiter aufgetragen, außer diese englische Notiz. Ich kann es lesen, das ist genau richtig, aber nicht genau begreifen den Inhalt. So ist das so. Also möglicherweise. Also, possibly living individual, details withheld. Also anhand dieses Stammbaums kann ich eigentlich zweifelsfrei sagen, dass er in Amerika definitiv lebt und auch heute noch sozusagen dort wohnhaft ist. Seine persönlichen Daten sind deswegen hier gesperrt. Hans Levy, der kleine Junge von damals, lebt. Aber das ist natürlich tatsächlich eine Überraschung und das hätte ich ja alleine nicht schaffen können. Ich freue mich, ja. Was Marianne Windgen nicht weiß, ist, wir haben bereits Kontakt aufgenommen und den Betreiber jener Internetseite angeschrieben, auf der wir den Stammbaum der Familie Levy gefunden haben.
Und wir hatten Glück, der Mann führte uns, zumindest virtuell, geradewegs zu Hans Levy. Und der war so gerührt von Mariannes Suche, dass er sich entschlossen hat, doch noch einmal nach Deutschland zu kommen. Der kleine Junge flüchtete zunächst nach England und ging nach dem Krieg nach Amerika. Er studierte Chemie, gründete eine Familie, wurde Universitätsprofessor. Langsam verblassten die Erinnerungen an seine Kindheit in Leipzig. Als Hans Richard Levy am 29. Oktober 1929 geboren wurde, war Leipzig eine blühende Kultur- und Handelsmetropole. Die jüdische Gemeinde zählte fast 13.000 Mitglieder und war eine der größten in Deutschland. Inmitten von Messehäusern und Prachtstraßen wuchs der kleine Hans in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Sein Vater, Berthold Levy, war Besitzer einer großen Strickwarenfabrik. Die Familie bewohnte eine luxuriöse Wohnung in der Brandvorwerkstraße. Doch dann kamen die Nazis. Hans musste fliehen und hat seine Heimatstadt nicht wiedergesehen. Bis heute. Hans Levy kommt gleich hier im Leipziger Hauptbahnhof an. Eigentlich hatte er sich geschworen, nie mehr hierher zurückzukehren. An jenen Ort, an dem er sich als Neunjähriger von seinen Eltern verabschieden, ihnen Lebewohl sagen musste. Ihr halbes Leben hat Marianne Windgen nach Hans Levy gesucht. Heute wird sie zum ersten Mal den Mann sehen, der in ihrer Familie zur Legende wurde. Ja, ist schon komisch. Also ich habe das Gefühl, so wie eine Figur aus einem Buch. So. Ich habe immer gelesen und gelesen und gelesen und auf einmal gibt es den wirklich. Nicht? Und man kann ihn anfassen. Nicht groß, weiße Haare, mit bestimmt viel Humor, wie auch sein Großvater hatte. Ist, ja, nicht dick. Stelle ich ihn mir vor, so ungefähr. Hans? Marianne. Wie will ich, dass ich dich richtig gleich erkannt habe? Ja, wunderbar. Ja, also du bist richtig lebendig. Ist ja sehr schön, dich zu sehen. Ja. Als kleiner Junge musste er sein Zuhause verlassen. Als alter Mann kehrt Hans Richard Levy nach Leipzig zurück. Die Erinnerungen sind überwältigend für ihn. Er will noch einmal sehen, wo sie damals gelebt haben, als sie noch die glückliche Familie Levy waren. Warst du nach dem Krieg wieder in Leipzig? Nein, es ist das erste Mal, dass ich in mehr als 70 Jahren hier zurück bin. Es ist sehr aufregend. Die Zeit hat die Bilder von damals verschwimmen lassen. In seiner Erinnerung waren die Häuser größer, die Straßen kleiner, das Pflaster holpriger. Gemeinsam mit Marianne Windgen wird er nun seine eigene Spur und die seiner Familie von vor 70 Jahren aufnehmen. Ich habe viel Straßenbahn gefahren, wenn ich zur Schule mit der Straßenbahn gefahren, aber ich habe es geliebt, die Straßenbahn. Ich war in Züge interessiert und das war wie ein Zug und ich habe mit Zügen gespielt, ich habe einen Zug zu Hause gehabt. Ja, und ich habe so wie ein Tagebuch, und da habe ich Ereignisse auf der Straßenbahn. Das sind mehrere antisemitische Sachen, die ich beobachtet habe, die habe ich in das Büchlein reingeschrieben. Also antisemitische Worte und Leute, die haben geschimpft gegen die Juden, solche Sachen. Frau Scheine, bitte.
Das Buch, leider habe ich nicht mehr, denn mein Vater hat meiner Mutter gesagt, dass ich es nicht mitbringen soll nach England, denn es wäre zu traurig. Eine Reise zurück in die Stadt, aus der er vor 70 Jahren fliehen musste. Hans Levy ist angekommen in seiner Kindheit. Und er wird dabei eine fast unerträgliche Entdeckung machen. Eine späte, viel zu späte Wiederbegegnung mit einem Menschen, den er immer vermisst hat, seitdem er sein Zuhause verlassen musste. Leipzig, Brandvorwerkstraße 80. In diesem Haus hat Hans Levy seine Kindheit verbracht. Also hier unten mussten die Namen stehen. Irgendwo. Ob es hier war? Denn einen Tag sind wir, nach der Kristallnacht, sind wir hierher gekommen und die Namen waren nicht, unser Name war nicht mehr da. Und dann mussten wir bald rausziehen. Ha! Wir waren auf der ersten Etage. Ich weiß nicht, ob es da war. Oder da. Im November 1938 hat Hans Levy dieses Haus zum letzten Mal betreten. Ja, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube beinahe, dass es hier war. Die ehemalige Wohnung der Familie Levy, in den 30er Jahren Schauplatz eines normalen deutschen Familienlebens. Es ist möglich, dass das das Esszimmer war. Das war natürlich ganz anders. Ich glaube, das war unser Wohnzimmer, aber das weiß ich nicht so. Ist das alles eine, ist das die Wohnung da? Ah, nein, ich glaube, das muss das Wohnzimmer gewesen sein. Unser Wohnzimmer war sehr gemütlich und es war alles sehr, sehr schön. Ah. Das war für die Servietten. Wo haben Sie das gefunden? Na, vielen Dank. Ja. Der alte Serviettenring seines Vaters. Ein Erinnerungsstück an ein glückliches Familienleben in Leipzig. Dieses Leben können die Levys bald jedoch nur noch in den eigenen vier Wänden leben. Draußen auf der Straße schlägt ihnen zunehmend blanker Hass entgegen. Hans Eltern leben in ständiger Angst um ihren Sohn. Hans, komm rein! Hans! Und in meinem Spielzimmer konnte ich einmal im Jahr meine Eisenbahn aufstellen. Und da haben mein Vater und ich mit Eisenbahn gespielt. Hans' Eltern ahnen im Sommer 38 vermutlich längst, dass das Leben ihres Sohnes in Deutschland nicht mehr sicher ist. Hinzu kommt, dass Berthold Levy in diesen Tagen schwer erkrankt. Sein altes Kinderzimmer mit dem Blick auf den Wald dahinter. Der Fenstersims, auf dem er als kleiner Junge immer gesessen hat. Der alte Serviettenring von Marianne. Hans Levy, übermannen die Erinnerungen. Vor allem die Erinnerungen an seinen Vater. Er hat ihn nie mehr wiedergesehen, seit er vor über 70 Jahren Leipzig verlassen musste. Und nun kommen die alten Bilder wieder. Die längst vergessen geglaubten Geschichten. Erlebnisse. Wie jene im November 1938, als alles anders wurde. Den 9. November 1938 machen die Nazis zur Reichskristallnacht.
Also wir waren damals in der Brandenburgerstraße und war ein ganz lautes Geräusch an der Tür. Da haben sie fest angeklopft und irgendwas von ihr Schweinejuden und sowas. Ihr müsst rausgehen. Und haben uns erzählt, dass wir uns irgendwo versammeln müssen. Und ich war sehr bange. Und als wir in die Nähe von dem Platz kommen, wo wir uns sammeln müssen, war ein ganz großes Geräusch, wie ein Klopfen, wie ein lautes Klopfen. Und da habe ich große Bange gedacht. Ich hab gedacht, da töten sich irgendwelche Leute oder sowas. Und da kam eine Frau zu uns. Jedenfalls hat sie gesagt, es ist alles runtergebrannt und zerbrochen. Und sie weinte. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Erwachsenen weinen gesehen habe. Und da ist mein Vater abgefahren zur Fabrik. Und wie er an die Fabrik kam, ist er da gefangen worden. 10 Tage war er weg. Und ich habe 10 Tage geweint. Und der Vater war wieder da. Die Pogromnacht veränderte alles im Leben der Familie Levy. Jetzt gab es kein Zögern mehr. Sie mussten handeln. Von dieser Nacht an war ihnen klar, dass ihre Kinder in Deutschland kein sicheres Zuhause mehr hatten. Doch für Juden ist eine Auswanderung aus Deutschland in dieser Zeit nur noch schwer möglich. Es gibt kaum noch Länder, die jüdische Flüchtlinge aufnehmen wollen. Dabei ist der Weltöffentlichkeit spätestens nach der Pogromnacht klar, was die Juden in Deutschland erwartet. Ende November 1938 müssen die Levys ihre Wohnung in der Brandvorwerkstraße verlassen. Sie ziehen hierher in die Fregestraße im Leipziger Waldstraßenviertel. Und in diesem Haus reift bei Hans Eltern eine Entscheidung. Was fängt man mit einem kleinen, lebhaften Jungen an, der von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Schule gehen darf? Kaum einen Ort draußen hat, an dem er spielen kann. Jeden Tag könnten die Nazis vor der Tür stehen und auch ihn abholen. Wir müssen Hans wegschicken. In London verhandeln in diesen Tagen einflussreiche britische Juden mit der Regierung. Sie wollen Premierminister Chamberlain dazu bewegen, die Einreisebestimmungen für jüdische Kinder zu lockern. In Wien verhandelt eine einflussreiche holländische Bankiersfrau zur gleichen Zeit mit Adolf Eichmann. Er soll die deutsche Regierung dazu bewegen, die geplanten Kindertransporte zu dulden. In Leipzig stellen Hans Eltern Einreiseanträge für Schweden, Australien, die USA. Sie werden abgelehnt. Doch die Levys geben nicht auf. Wie zerrissen müssen Hans Eltern gewesen sein. Nach der Pogromnacht und der Verhaftung des Vaters sahen sie keine andere Möglichkeit mehr, als Hans wegzuschicken. Wie schwer muss das für Eltern sein, das Kind wegzugeben, in ein fremdes Land, in eine fremde Familie, die Erziehung Fremden zu überlassen und nie zu wissen, ob sie den Kleinen jemals wiedersehen. Ende November lockert die britische Regierung tatsächlich die Einreisebestimmungen. Jüdische Kinder dürfen ins Land kommen. In der Zeitung erscheinen Aufrufe an die Bevölkerung, die Flüchtlinge aufzunehmen. Nur so bekommen die Kinder eine Einreisegenehmigung. In Berlin stimmen die Nazis den Transporten unter strengen Auflagen ebenfalls zu. Der Weg für die Kindertransporte ist frei. In Leipzig bleibt Hans Eltern nun nur wenig Zeit. Sie setzen alles daran, dass ihr Sohn auf die Transportliste kommt und sie finden eine Familie in London, die ihn aufnehmen will. Seine Ausreise ist von den Nazis genau geregelt. Er darf nur ein Spielzeug mitnehmen, kaum Geld. Alles muss so lautlos und unaufgeregt wie möglich über die Bühne gehen. Ich war bestimmt nicht böse mit meinen Eltern, denn ich wusste, dass es zum Gute war. Und sie haben mir ein bisschen erzählt, wo ich hingehe. Und das war aufregend, dass ich nach England komme und alles Neue sehe. Und sie haben mir ein bisschen von der Familie erzählt, dass da auch 5 Kinder sind, mit denen ich spielen kann. Das war natürlich sehr schön. Schon 3 Wochen nach der Pogromnacht geht der erste Kindertransport aus Deutschland ab.
Meist in aller Stille am Abend müssen die Eltern ihre Kinder zum Bahnhof bringen. Im März 39 ist Hans an der Reihe. Ich habe mir gar keine großen Sorgen gemacht. Ich kann nicht mich erinnern, dass ich mir große Sorgen gemacht habe. Meine Mutter erzählt mir, dass ich am Abend, ehe ich abging, habe ich gesungen im Bett und da hat meine Schwester mitgesungen. Um keinerlei Aufmerksamkeit zu erregen, verfügen die Nazis, dass sich Eltern und Kinder schnell verabschieden müssen. Tränen sind verboten. Leipzig, München, Magdeburg, Köln und Dresden. Überall im Deutschen Reich starten die Kindertransporte. Viele Kinder werden erst nach der Abfahrt begreifen, dass Mutter und Vater nicht mit im Zug sitzen. Wir kommen nach, sobald es geht, versprechen ihre Eltern. Mit dem Zug werden die Kinder zunächst in die Niederlande gebracht. Von dort aus geht es per Schiff nach England. 10.000 jüdische Kinder, die den Holocaust überleben, weil sie bei der größten Rettungsaktion jener Zeit ins Exil gebracht werden. Auch Charlotte und Berthold Levy haben ihrem kleinen Hans damals versprochen, sie würden sich schon bald wiedersehen. Sie würden nachkommen ins ferne England, so wie das damals tausende Eltern versprochen haben. Die meisten haben ihre Kinder nie wiedergesehen. Für Hans ging der Traum vom gemeinsamen Weiterleben mit seinen Eltern nur zur Hälfte in Erfüllung, nur mit seiner Mutter. Seinen Vater hat er hier auf dem Leipziger Hauptbahnhof zum letzten Mal gesehen. Dieses Bild hat sich ihm eingebrannt. Das letzte Bild von seinem Vater. Hans' Mutter und seine Schwester können noch vor Kriegsbeginn ebenfalls nach England fliehen. Der Vater nicht. Unterlagen aus dem sächsischen Staatsarchiv. Hans und Marianne rekapitulieren die letzten Lebensmonate von Berthold Levy. Levy Berthold. Müssen wir mal gucken. Tag der. Ist das vom Gefängnis? Ja, guck mal. Leib des Gefangenen. Ja. Er war. Am 10. November. Die Haftunterlagen der Leipziger Polizei. In der Pogromnacht war Berthold Levy verhaftet worden. Er war am ersten Tag war er sehr misshandelt, aber nachher nicht mehr. Mein Vater hatte ein paar Monate davor eine schwere Operation gehabt. Und hat noch eine große Narbe. Und die Leute da am Gefängnis haben das gesehen und wollten ihn nicht ins KZ tun, weil die hatten Bange, dass er vielleicht sterben würde. Nach 10 Tagen im Gefängnis wird Berthold Levy entlassen. Von den Strapazen seiner Haft erholt er sich jedoch nicht mehr. Er kümmert sich noch darum, dass sein Sohn in Sicherheit kommt. Danach hat Berthold Levy nur noch wenige Wochen zu leben. Ich bin am 15. März abgefahren, er ist am 23. April gestorben. Also ich wusste, dass er krank war, aber ich hatte, glaube ich, nicht das, den Begriff, dass er todkrank war, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Das habe ich nicht gewusst. Ach, das ist der Sterb. Schein nennt man das. Es ist für mich sehr wichtig, das Dokument zu haben. Das ist ganz toll. Vielen Dank. Hans Levy ist auf dem Weg zu einem Ort, an dem er noch nie in seinem Leben gewesen ist. Auf dem alten jüdischen Friedhof in Leipzig befindet sich das Grab seines Vaters. Die letzte Station auf seiner Reise in die Vergangenheit seiner Familie. Nach 70 Jahren ist Hans Richard Levy noch einmal in seine Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt.
Das hatte er all die Jahre nicht gewollt. Die Erinnerungen sollten für immer begraben bleiben. Und das ist hier Abteilung 2. Dann gehen wir mal am besten bis zu dem Weg da vorne hin. Auf dem Plan des alten Friedhofs ist auch das Grab von Berthold Levy eingezeichnet. Das könnte sowas wie ein Quergang sein. Das sind viele alte Gräber. Guck mal, da kommt die erste quer. Bis dahin können wir erst mal gehen und noch mal gucken. Ne? Ja. Ach so, und da ist 38. Hier auf dem jüdischen Friedhof steht der 80 Jahre alte Mann zum ersten Mal am Grab seines Vaters. Eines Mannes, der den für Eltern wohl schmerzhaftesten Weg überhaupt gegangen ist. Er hat sein eigenes Kind fortgeschickt, um es zu retten. Das ist alles überwachsen. Das ist er. Das ist er. Ja, es ist ein Schluss. Ich habe natürlich nichts von meinem Vater gesehen, nachdem er gestorben ist. Ich habe ein Bild von dem Grab gesehen. Das ist nicht dasselbe. Ich habe jetzt das Grab gesehen. Und das ist gut. Ich habe ein paar Worte gesagt. Und ich glaube, das hätte er gerne gehört. Wenn ich jetzt mit einem Deutschen spreche, spreche ich mit einem Deutschen, als ob ich mit jemand anders spreche. Zuvor, wenn ich mit einem Deutschen gesprochen habe, war immer das Gefühl, vielleicht war das ein Nazi. Das kann ich nicht mehr fühlen. Und das will ich auch nicht mehr fühlen. Wenn ich zum Grabe komme und hier nach Leipzig komme, erinnere mich an manche Sachen, wie die Kristallnacht. Aber ich bleibe nicht da. Ich werde nicht da bleiben. Und jetzt meine Erinnerung an Leipzig ist sehr schön. Sein Vater Berthold war 40 Jahre alt, als Hans ihn zum letzten Mal gesehen hat. Jetzt und hier, am Ende seines eigenen Lebens, schließt sich für den kleinen Jungen von damals der Kreis. Das ist wie ein Schluss jetzt für mich. Ja. Ich habe das Grab jetzt gesehen und ich habe ein bisschen mit meinem Vater gesprochen. Ja. Und da hat sich so etwas gelöst.